Sabine, hallo Edgar, wenn es doch keine Seele gibt, sondern nur Bewusstsein. Da muss ich jetzt einhaken. Ei, das tut weh. Aha, ah. Wenn es doch keine Seele gibt, sondern nur Bewusstsein. Den Satz muss ich wirken lassen. Boah, das ist geil. Also erstens einmal ist für mich, warum ich lache. Ihr sollt ja auch wissen, warum ich lache, ne? Erstens einmal ist Seele und Bewusstsein für mich ident. Letztlich. Nur gibt es halt für mich nur eine Seele. Das ist die Urseele, die Grundseele, das eine Selbst, das eine Bewusstsein. Aber Seele und Bewusstsein ist für mich ident. Und nur Bewusstsein ist ja Hammer, die Aussage. Nur Bewusstsein. Wenn es kein Bewusstsein gäbe, ja, jetzt stell dir mal vor, ein Universum ohne Bewusstsein. Völlig ohne Bewusstsein. Und da bitte, geh davon aus, dass ich unter Bewusstsein alles verstehe, was lebt. Also auch das Bewusstsein der Pflanzen etc. Stellen wir sich wirklich vor, ein Universum ohne Bewusstsein, ohne Leben. Ohne Bewusstsein, ohne Unbewusstsein. Das ist ja nur ein paar nackte Steine. Ne? Mehr ist es nicht. Und Gas und von mir aus glühendes Ding, wobei Sonne hat ja vielleicht auch ein Bewusstsein. Aber lass mal echt einmal Bewusstsein weg. Was bleibt denn da über? Irgendein kaltes, totes Universum? Was hat das für einen Sinn? Bewusstsein ist doch die Krönung der Schöpfung und auch der Ursprung der Schöpfung. Bewusstsein ist alles, was ist, und Bewusstsein ist alles, um worum es geht. Nur Bewusstsein. Ja. Bewusstsein ist so viel mehr, als viele Menschen unter Seele verstehen. Seele verstehen manche so einen Energiekörper, der dann rausgeht und dann verpufft die Energie irgendwo. Ich verstehe es nicht so, aber manche verstehen es. Aber die, die es so verstehen, da ist ja dann die Seele, dieses Seelchen, viel weniger als Bewusstsein, was der ganze Raum ist, was du bist. Du bist die Seele, du bist das Bewusstsein. Das ist das, was du bist. Habe ich schon als Kind erlebt. Als mir das erste Mal irgendwie die Leute gesagt haben, ich glaube, meine Oma war es, wo geht die Seele hin oder wo geht derjenige hin, wenn jemand stirbt? Dann hat es geheißen, die Seele geht in den Himmel. Ja, die kommt in den Himmel. Der Körper kommt ins Grab, der kommt in die Erde, aber die Seele, die kommt in den Himmel. Und da habe ich immer gedacht, ja super, okay, die Seele kommt in den Himmel. Und was geschieht mit mir? Wo bleibe ich? Ne? Ja, ich habe mich nicht als Körper gesehen, aber ich habe auch nicht kapiert, warum soll ich mich, die Seele verlässt mich, meine Seele. Also wenn wer sagt, meine Seele, dann gibt es ja mich und meine Seele, ne, die irgendwie zu mir gehört oder, ne, oder da im Körper drinnen ist. Und wenn dann der Körper stirbt, geht die Seele da in den Himmel und der Körper geht dann in den Boden und was ist mit mir? Also ich habe mich damals schon als Bewusstsein begriffen. Fällt mir gerade auf, ne? Und irgendwann war mir klar, okay, mit Seele, die meinen mich. Ja, und so ist es auch. Im Indischen sagt man Atman, das ist die Seele, die individuelle Seele. Ja. Und in Non-Duality, in Advaita sagt man, Atman und Brahman ist eins. Ja. Also nicht getrennt von Gott, die individuelle Seele, immer schon eins. Ist ein Funke Gottes. Ein sich selbst wiederholender Gott in jeder einzelnen Seele ist Gott. Ist ident mit Gott, mit dem einen Gott. Als Seele erscheinen wir als quasi viele oder zumindest als Körper dann. Aber das, was drinnen ist, ist immer Gott. Die eine Seele ist ident. In jedem von uns. Du bist Gott. Es gibt nur Gott. Nicht nur im Körper drinnen, auch der Körper selbst ist Gott. Aber ich lese jetzt deine Frage weiter. Was erkennt dann einen offensichtlich bekannten Menschen? Er muss neu anfangen. Hallo Edgar, wenn es doch keine Seele gibt, sondern nur Bewusstsein, was erkennt dann einen offensichtlich bekannten Menschen aus vergangenen Leben? Ah, naja, Bewusstsein, was denn? Und warum will man diese Person aufs dritte Auge küssen? Ich will das nicht.
Ernst gemeint, Zwinker. Nee, aufs dritte Auge küssen, ja, kann man machen, aber nee. Also bei mir war es so, wenn, als ich das noch hatte, dass ich meinte, ich erkenne jemanden aus vergangenen Leben, dann wollte ich nur in die Augen schauen. Mehr wollte ich da nicht. Also auf ein drittes Auge küssen wollte ich da nicht, sondern nur in die Augen schauen, in diese Unendlichkeit oder in diese bekannten Augen. In Wirklichkeit ist es ein Spiegel deiner selbst. Du siehst immer in deine eigenen Augen. Ja. Und zwischen dem Phänomen der totalen Trennung, wo du dich als individuell empfindest in diesem Körper und in allen anderen auch, die totale Trennung heißt, wir sind alle komplett getrennt. Ja. Die totale Trennung heißt da, dass wir sterblich sind und so weiter. Ja. Da ist komplette Trennung. Ja. Und die totale Einheit ist, wir sind eins. Und dann schaust du nur in deine eigenen Augen, egal wen du anschaust. Und zwischen diesen beiden Extremen, man könnte sagen, zwischen diesen beiden Extremen eines Stabes, ja, hier ist die totale Trennung, hier ist die totale Einheit, ja, dazwischen gibt es sozusagen Grauzonen. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, also nur Einheit oder nur Trennung, sondern da gibt es diese Grauzonen, wo wir Verbindungen spüren zu anderen. Zu manchen mehr, zu manchen weniger. Bei manchen haben wir das Gefühl, den kennen wir aus einem vorigen Leben zum Beispiel, oder dieser Zwillingsseele, oder sind wir selbst in einem zweiten Körper, wie auch immer. Ja. Das passiert da in dieser Grauzone zwischen völliger Einheit und völliger Trennung. Ja. Dass wir in manche, ich sag gern Seelencluster, zu manchen Individuen mehr Bezug haben. Warum auch immer. Ja. Man könnte sich das so vorstellen, die totale Trennung ist vor dem Vorhang. Wir stehen vor dem Vorhang. Wenn sich der Vorhang lüftet, der Vorhang der Wahrheit, dann sehen wir in die Unendlichkeit das eine Sein und wir erkennen uns in jedem anderen wieder. Ja, das ist hinter dem Vorhang. Ja, komplett hinter dem Vorhang. Backstage of Life oder Existence oder dem Leben. Backstage sind wir völlig eins. Ja. Aber jetzt gibt es den Bühnenraum, sagen wir so, ja, was auch quasi Backstage ist. Ich meine den Werkzeugraum. Ja, bei einem Theater, das wäre unterirdisch, wo dann die Seile sind und die Falltüren und ja, wo das ganze Werkzeug ist. Ja. Und das ist so ein Zwischenreich, ja, zwischen komplett Backstage, wo wir die Einheit haben. Und total vorne, wo wir die Illusion haben des Theaters, des Stücks, sind wir da dann mittendrin im Projektor, auf der Leinwand, ja, also im Werkzeugraum. Und dort gibt es dann diese Phänomene. Die haben keine absolute Wahrheit, sondern nur die relative Wahrheit des Moments. Es kommt uns so vor, es ist ein Film, den unser Gehirn dann daraus bastelt. Ja, es sieht einerseits, dass wir eins sind, andererseits glaubt es auch noch an Trennung und daraus entsteht dann die Story und die Interpretation, aha, ich kenne dich von einem anderen Leben oder du bist meine Zwillingsseele. Das passiert in diesem Zwischenraum, wo man schon, man könnte sagen, mit einem Auge schauen können, mit dem anderen noch nicht. Ja? Wo das dritte Auge sozusagen nur ein bisschen geöffnet ist, das heißt, wir sehen schon etwas von der Wahrheit durch, aber noch nicht so klar und dadurch macht dann der Verstand diese Konzepte, diese spirituellen, esoterischen Konzepte, die entstehen dadurch. Durch ein Mischmasch aus Realität, unserer Realität, die ja eigentlich eine Matrix ist, ja, die ja eigentlich Illusion ist, ein Traum ist, einerseits, und der absoluten Wahrheit andererseits, entsteht dieser Mischmasch. Das ist es. Ja. Das sind halt die Spiele und Gott liebt diese Spiele, diese esoterisch-spirituellen Spiele von ich kenne dich aus einem anderen Leben. Das ist geil, ja, sind lustige. Ja, das darf alles sein. Ist ja auch so. Ich meine, wir kennen uns immer wieder. Ja. Das gehört dazu. Man könnte sagen, wenn man es jetzt positiver formulieren will als ich, könnte man sagen, das Spiel wird auf eine nächste Ebene gehoben oder auf eine andere Ebene. Je nach Bewertung könnte einer sagen auf eine höhere Ebene,
auf eine weiter fortgeschrittene Ebene, obwohl sie ja nicht mehr wahr ist, ja. Fast im Gegenteil. Oder man könnte auch sagen, auf einer früheren Ebene. Auch das wäre möglich, wenn man das als Echo des präpersonalen Bewusstseins sieht, wo das Ganze unbewusst abläuft. Aber ich kann da eins sagen, dieses Gefühl, was du beschreibst, kann man tatsächlich, wenn du erwachst, vor allem in der Anfangszeit, hast du dieses Gefühl bei jedem Menschen. Bei jedem Menschen. Du kennst dich dann selbst oder das große Du, Gott, aus jedem Leben. Du hast das, du kannst in, egal welche Augen du schaust, ja, wirst du immer wieder dann dieses Phänomen haben. Nur noch viel stärker und klarer. Du wirst dich selbst sehen, du wirst Gott sehen. Nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren, vor allem bei Säugetieren, die uns näher sind, ist leichter. Ja, bei Hunden, bei Katzen, bei Affen, bei Kühen, ja, Delfine. Ja. Theoretisch wird es auch mit Fische und mit Vögel gehen, die sind aber evolutionär ein bisschen weiter weg von uns. Da ist schwerer, mir fällt schwerer, zumindest im Augenkontakt. Aber gehen wir es genauso.